Wohl, Sir. Weiter, Heribert. Erzähl bitte weiter. Der Alte sprach uns an. Er sagte, drei werden ein Wunder erleben. Aber wir waren vier. Wir losten. Ich verlor. Die anderen mussten sich nun genauso hinsetzen wie der Alte. Und was geschah dann? Das weiß ich nicht. Ich musste den Raum des Hauses verlassen. Ich hatte ja, wie gesagt, verloren. Ich stand nun allein auf der Straße. Es war mir eine Gasse, eine sehr schmutzige Gasse. Ich steckte mir eine Zigarette an und hatte sie noch nicht zur Hälfte aufgeraucht, als die anderen drei wie von Furien gehetzt aus dem Haus gerannt kamen. Sie liefen an mir vorbei. Ich folgte ihnen sofort. Endlich konnte ich sie einholen. Inzwischen hatten sie sich etwas gefasst und besagter Brown, der den Vorhang im Haus beiseite geschoben hatte, lachte als erster wieder. Und dann erzählten sie. Kaum hatte ich das Zimmer verlassen, als der Alte einen Dolch aus dem Umhang zog und sich eine Hand abschnitt.